Ein wunderschönen guten Tag zu Nova Estancia, einer brasilianischen Karte von der Bodentextur her. Aber ihr habt halt die Standard-Frankreich-Bodentexturen, wenn ihr alle Fahrzeuge verkauft habt, die 810 Slots. Es soll eine Umbaukarte sein. Viel Spaß beim Umbauen bei den ganzen Bäumen hier. Man hat hier keinen Trigger, wo man einfach mit der Fräse ran kann, um Steine und Bäume gleich zu entfernen. Das gibt es nicht, also müsst ihr die Bäume einzeln entfernen. Die Karte am Rand kostet 29 Millionen, damit ihr da überhaupt bauen könnt. Und jedes weitere Feld 1,52, ne? Ihr seht ja, also richtig Kohle. 1 Million und 3.000 habt ihr, wenn ihr alle Fahrzeuge verkauft. Am Anfang der Fahrzeuge habt ihr einen John Deere, einen Steyr und eine Fendt Black Edition 1050, beziehungsweise, ja, 1050. Wenn einer sagt, wie geht das denn? Den muss man sich doch erwerben, also kaufen. Genau, wenn ihr den nicht habt, wird er auch hier nicht angezeigt. Also nicht besonders schlau gewesen vom Modder. Ich selber bin von der Karte überhaupt nicht angetan. Überhaupt nicht. Ich habe jetzt 8, 9, 10 Videoversuche gehabt, um irgendwie ansatzweise diese Karte zu präsentieren. Wenn einer sagt, wieso machst du es trotzdem noch? Weil ich einfach mal so eine kleine Ansprache an Giants habe. Ich so, die ganzen guten Karten lasst ihr alle nicht durch. Dann müssen die Leute nacharbeiten und machen und tun und müssen dies machen, müssen das machen. Und wehe, die machen das nicht und die sagen dann schon die Modder, ey, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich muss immer wieder die Karte überarbeiten. Irgendwas mache ich falsch, mache ich das richtig? Nein, beziehungsweise Modder, ihr macht nichts falsch. Aber guckt euch diese unglaubliche Qualität an, ne? Von schwebenden Straßen bis irgendwelche Texturen, roten Steine, irgendwie zusammengewürfelt, überhaupt nicht mit Liebe, mit Geschmack oder mit Charme, geschweige mit Dirty oder irgendwas. Liebe Modder, macht das einfach nicht mehr. Ihr investiert, guck mal, ihr hört sogar in der Stadt Hühner und dabei seht ihr noch nicht mehr welche. Unglaublich, es fahren Straßen und es, beziehungsweise fahren Autos da, wo keine Straßen sind. Ja, guckt euch das einfach an, es schwebt hier alles, ne? Hier einfach der ne? Einfach die Bank schwebt. Straßen schweben. Wenn einer sagt, ich sehe keine Straßen, die schweben, ja, dann geh hier hin, da. Direkt vor meiner Nase, da wo das Weiße ist, schwebt. Wenn einer sagt, ja, es ist der schlechte Übergang, dann muss man einfach das hier rechts anheben, dann hast du einen Übergang. Ja, wieso muss ich das machen? Wenn du eine Karte rausbringst, sollte sie doch perfekt sein. Naja, ich will gar nicht meckern großartig über die Karte und ihr könnt sie gerne spielen. Ich sage einfach nur, wow, Giants. Es ist cool, dass ihr natürlich jeden jüngeren oder neuen oder Anfängermodder natürlich Zeit und Glück und habt nicht gesehen. Ja, ich kann das verstehen. Ja, das ist auch cool und auch nichts gegen den Modder. Aber wenn ich überlege, was für Karten in den Startlöchern stehen und ihr lässt das alles nicht durch, weil ihr sagt, nee, das muss gemacht werden und das und da müsst ihr drauf achten und hier müsst ihr drauf achten und achtet bitte da drauf und darauf und dann sagst du dir, da muss ja jede Karte, die kommt, also ich jetzt als Endverbraucher, ich sag mir, da muss ja jede Karte, die kommt, die muss ja Hammer sein. Die muss ja mega abgehoben sein. Also da muss jede Karte, Schocksüsel, richtig Porno sein. Und dann sehe ich diese Karte hier und dann sage ich, warum kommen denn die anderen nicht durch? Und, jetzt mal, ne, es ist von den Modder sicherlich viel Liebe reingegangen, ne, 2 Wochen, denke ich mal, so, wer da gebraucht haben. So, aber jetzt so ein Modder, der 7, 8 Monate, das ist ja nicht erlaubt, aber eine Woche, die in 2 Wochen zusammengeschustert ist, ist, also ich verstehe das nicht. Ich kapiere es nicht. Und ich wollte auch eigentlich dieses Video nicht machen und klar werden da wieder welche sagen, oh, Paddy ist ja nur wieder am Rummeckern, können da froh sein, dass Karten kommen. Ja, wenn ihr anspruchslos seid und sagt, nee, mir reicht so eine Karte, dann Entschuldigung, dann liege ich absolut falsch. Dann liege ich absolut falsch mit meiner Aussage. Auch für die Modder, scheiß auf alles, macht, ist alles easy peasy. Also wenn ihr keinen Anspruch habt, dann ist das sicherlich eure Karte. Okay? Ich würde sagen, wenn man ein bisschen mehr Anspruch hat, dann kann man sicherlich spielen, auch wenn da das Baumenü mit den Bäumen und Gras immer noch nicht fertig ist. MVP, also Mecklenburgische Seenplatte, die ist doch 1000-mal besser. Oder, keine Ahnung, oder für mich ist auch Adelshofen oder so, ne? Das sind alles so Karten, da ist auf jeden Fall ein paar Monate mehr Zeit reingegangen.
So, und wenn einer sagt, ja, ich möchte High-End, ja, dann musst du bei Kalle oder auf den einen oder anderen halt warten, der noch kommt. So, aber für die Leute, die jetzt nicht so große Sprüche haben, die werden hier sicherlich sehr glücklich. Ich nicht. Deswegen mache ich das Video jetzt auch beenden. Und das natürlich vor den magischen 8 Minuten, weil 8 Minuten darf man Werbung schalten. Ich will keine Werbung schalten. Sowas unterstütze ich nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Trotzdem viel Spaß mit der Karte. Ich spiele, glaube ich, nur noch Originalkarten, dann bist du echt nicht mehr enttäuscht. Ich bin raus, ich bin euer Paddy. Ciao, ciao.